Elisabeth Scharfenberg. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, nachdem Sie sich, Herr Minister, und auch Hilde Mattheis nun schon mal kräftig auf die Schultern geklopft haben, denke ich, werden Sie sicher alle stark genug sein, auch ein paar andere Töne über das Pflegestärkungsgesetz zu hören. Schließlich sind wir als Opposition nicht dazu da, die Klaköre der Regierungsfraktionen zu geben. Sie sagen selbst, dass noch viel zu tun ist, und Sie vertrösten die Menschen schon heute auf die zweite Stufe der Pflegereform, ja, die dann irgendwann kommen soll. Die liegt wie eine ferne Oase weit weg im Nebel, und entsprechend sind hier auch die Reaktionen der Fachwelt und in der Bevölkerung auf dieses Gesetz. Die Reaktionen, die sind eher nüchtern, oder sagen wir besser, sie sind argwöhnisch. Vielleicht sind sie sogar schon resigniert. Und ganz nach dem Motto, inzwischen weiß man ja, dass man auf die Versprechungen der Pflegepolitik nicht allzu viel geben kann. Und ja, wir haben schon mehrfach heute gehört, ja, es wird endlich mehr Geld für die Pflege in die Hand genommen. Und ehrlich, das war überfällig. Und doch überwiegt der Eindruck, die Pflegeversicherung, die wird teurer, aber wirklich besser, das wird sie kaum. Ich weiß, gerade Herr Spahn, Hilde Mattheis, Sie finden dieses Urteil ungerecht. Damit kann ich ehrlich gesagt ganz gut leben. Und für mich und meine Fraktion, da ist klar, diese Reform, die verkörpert keine Idee. Diese Reform, die ist teuer, diese Reform, die ist luftleer und diese Reform ist ohne Visionen. Sie geben den Pflegebedürftigen, den Angehörigen, den professionell Pflegenden einfach vor allem mehr vom Gleichen. Und das ist mit Sicherheit kein Paradigmenwechsel. Stattdessen schicken Sie die Menschen in eine Warteschleife. Und im Übrigen, Hilde Mattheis, sprechen wir von Menschen jeden Alters. Pflege ist keine Frage des Alters. Pflegebedürftig kann man auch schon in sehr jungen Jahren werden. Sie schicken sie in eine Warteschleife und mir kommt dies vor wie eine Endlosschleife, denn auf das Herzstück der Reform, da warten wir immer noch. Und das Reformprojekt, das seit Jahren einmütig alle fordern, genau das haben Sie wieder verschoben. Und Sie wissen ganz genau, was ich meine, die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Und ehrlich, man kann diesen Begriff ja kaum noch hören, so viel haben wir in den letzten Jahren darüber diskutiert. Im neuen Pflegebegriff, da manifestiert sich nicht nur die Erwartung, dass Demenzkranke in der Pflegeversicherung endlich gleichberechtigt sind. Nein, es geht um die Hoffnung, dass wir zu einem anderen Verständnis von Pflege kommen, zu einem Pflegeverständnis, das die Bedürfnisse des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt, dass die Pflegeleistungen so gestrickt sind, dass jede und jeder auch wirklich das Gefühl haben kann, dass diese Leistungen ihm wirklich helfen, dass man wirklich wählen kann, dass man Zeit für den Pflegebedürftigen hat, dass er teilhaben kann am gesellschaftlichen Leben. Es mag sein, dass diese Erwartungen mittlerweile überhöht sind. Und ja, es braucht sicherlich noch viel, viel mehr Anstrengungen, um strukturell und finanziell zu einer wirklichen Reform der Pflege zu kommen. Nur, meine Damen und Herren, wenn man eine ganz große Reform verspricht und vorgaukelt, so wie Sie das mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz tun, dann verlieren die Menschen irgendwann vollständig das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Pflegepolitik. Nämlich dann, wenn die Pflegebedürftigen und ihre Familien in ihrem Alltag bemerken, dass diese Pflegereform ein Scheinriese ist. Und dieser Scheinriese, der wird auch den professionell Pflegenden weiterhin die für sie unerträgliche Minutenpflege zumuten. Hier wird Vertrauen verspielt. Vertrauen, das Sie versuchen, mit viel Geld zu kaufen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn das ist es genau, was Sie tun. Sie stecken viel Geld, übrigens das Geld der Versicherten, in diese Reform und simulieren damit Aktion. Aber noch einmal, mehr Geld für mehr vom Gleichen, das ist noch lange keine Reform. Und worauf wir vergeblich warten, das ist eine nachhaltige und eine gerechte Finanzierung der Pflegeversicherung. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, zumindest Sie wissen doch, dass kein Weg an der Bürgerversicherung vorbeiführt, aber passiert ist nichts.
Stattdessen wenden Sie viel Geld und viel Energie für Dinge auf, die außer Herr Spahn so wirklich keiner gut findet und die vor allem keiner braucht. Ich rede vom Pflegevorsorgefonds. Lieber Jens Spahn, da haben Sie sich ein ganz schönes Denkmal gebaut und die SPD, die ist sich nicht zu schade, dieses Denkmal auch noch zu enthüllen. Man könnte ja meinen, dass so ein Unsinn quasi ein Ausrutscher ist, aber weit gefehlt. Das scheint bei der Union Methode zu haben. Vor etwa 2 Jahren, damals regierten noch CDU/CSU und die heutige Nichtregierungsorganisation FDP, da mussten wir an dieser Stelle eine der größten sozialpolitischen Unsinnigkeiten der letzten Jahrzehnte debattieren, den sogenannten Pflegebar. Wir alle, wir wissen sehr gut, das ist ein äußerst ungerechtes, äußerst überflüssiges und auch äußerst erfolgloses Produkt. Gerade mal 500.000 Menschen haben in diesem Lande solche Verträge abgeschlossen. Und da können Sie diese 500.000 Verträge noch so schön reden. In Wirklichkeit ist das ein Witz. Und das wissen Sie. Und dennoch halten Sie daran fest. Übrigens auch die SPD, die damals sehr, sehr heftig dagegen gewettert hat. Und dieser unsinnige Pflegebar, der bekommt jetzt einen ebenso unsinnigen Weggefährten, den Pflegevorsorgefonds. Auch zu diesem Vorsorgefonds sagen wir und sagen auch alle Experten, dass er überflüssig ist und dass er erfolglos sein wird. Und das wissen Sie, genau wie damals beim Pflegebar, selbst ganz genau. Und Sie setzen es trotzdem um. Sie versenken in diesem Fonds über 1 Milliarde Euro pro Jahr. Und dieses Geld, meine Damen und Herren, das wird uns für die Umsetzung des neuen Pflegebegriffs fehlen. Das behaupten wir nicht einfach so. Das zeigen ganz klare Schätzungen von seriösen Ökonomen. Und das wissen auch Sie ganz genau, aber Sie reagieren nicht und Sie halten stur an diesem Unsinn fest. Herr Spahn, wenn das die Vorboten der Agenda 2020 sind, die Sie von der Bundeskanzlerin fordern, dann schwant mir ehrlich gesagt Böses. Das wird eine sehr nutzlose, aber dafür sehr teure Agenda werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer den neuen Pflegebegriff will, der kann sich diesen Fonds einfach nicht leisten. Und diese Koalition hält aber daran fest. Und das zeigt mir, wie ernst Sie es mit Ihren wirklichen Pflegereformen meinen. Das ist keine große Koalition, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, das ist viel heiße Luft und das ist viel und reine Symbolpolitik. Und nichtsdestotrotz, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Optimistin, da weigere ich mich, selbst in Zeiten in Ihrer gemeinsamen Koalition die Hoffnung aufzugeben. Sie haben für 2016, 2017 die zweite Stufe der Pflegereform versprochen. Wir glauben das aber erst, wenn wir es sehen. Zu oft, meine Damen und Herren, zu oft haben unionsgeführte Regierungen in den letzten Jahren die Erwartungen der Menschen in der Pflege enttäuscht. Vorschusslorbeeren, die bekommen Sie wahrlich nicht. Da sind Sie im Zugzwang und da werden Sie hoffentlich liefern. Aber wie gesagt, wir glauben das erst, wenn wir das sehen. Die zentrale pflegepolitische Aufgabe der nächsten Jahre, die wird es sein, die Kommunen stark zu machen. In den Kommunen, da findet die Pflege statt. Dort leben die Menschen, von denen wir hier reden. Und obwohl immer mehr Demente und Pflegebedürftige unter uns leben, leben sie doch nicht in unserer Mitte. Nein, sie leben am Rand. Und diesen Menschen, denen müssen wir ein Signal geben, dass sie zu uns gehören, dass sie teilhaben können an dieser Gesellschaft. Und dieses Signal, das geht eben von Ihrer Reform nicht aus. Im Gegenteil, Sie speisen diese Menschen mit großen Versprechen ab. Aber auch hier bin ich Optimistin. Wir setzen eine große Hoffnung in die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Rolle der Kommunen, die Sie im September einberufen haben. Sie können aber jetzt schon hier Ihre Formchen enorm aufwerten. Es steht gleich ein Änderungsantrag der Grünen Bundestagsfraktion zur Abstimmung. Inhalt, das ist die Streichung des Pflegevorsorgefonds aus Ihrem Gesetzentwurf. Stimmen Sie diesem Antrag zu, verwenden Sie das Geld wirklich für die Versicherten, zum Beispiel für die Umsetzung des Pflegebegriffs. Zeigen Sie, dass es Ihnen ernst ist. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Georg Nüßlein.